Wenn wir nochmal zu diesem Tanzlehrer-Thema rübergehen mit den ganzen Gruppenkursen und es da Verbesserungspotenziale gibt, da habe ich mir halt schon oft überlegt, so generationsübergreifend, man hat ja, wenn man so geboren wird und eine Weile lebt, guckt man sich ja im Endeffekt an, oder man sieht im Endeffekt, wie so eine Tanzlehrerrolle auszusehen hat. Und dann nimmt man sich daran von mir aus ein Beispiel und kopiert das nach und hat die Empfindung, hey, das ist halt so, so hat das zu sein sozusagen. Und dann über die Zeit merkt man ja, dass es da schon Abweichungen gibt hinsichtlich dann von Menschen, die da den Weg schon gegangen sind, dass sie das schon so aufgespalten haben, dass das dann wirklich mehr die Anteile hat, die förderlich sind für die Kunden oder für diejenigen, die teilnehmen am Workshop, Kurs, was auch immer. Und man ist halt dann mehr das ganze Klischeezeug oder halt eben das, was halt sowieso immer jeder machen würde. Und da überlege ich halt auch manchmal, warum haben wir es über Generationen nicht geschafft, Gruppenkurse von der Gestaltung her so im Narrativ, in dem, was man als erstes wählen würde, als Strategie, wie man teacht, allen Menschen zugänglich zu machen, dass das dann diese höchste Qualitätsstufe hat, anstatt, sage ich mal, das, was jetzt halt oft ja bemängelt wird, der hohe Redeanteil, etc., 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 wenig, wenig Übung, einmal oder von mir aus maximal zweimal halt hier jemanden durchtanzen lassen, Change und so. Irgendwie muss es da doch eine Quelle geben, die das verändern könnte. Ja, Menschen mit Visionen. Und die sich trauen, das anders zu machen, da auszubrechen, oder? Reicht ein Mensch oder brauchst du dafür irgendeine Art von Zertifizierungsqualitätsstelle, die das dann mehr etabliert?